tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder bei Kilians Pokémon-Lexikon dabei seid. In der heutigen Folge stelle ich euch meinen Rayquaza vor, wenngleich ich der Meinung bin, dass dieses Pokémon keiner großartigen Vorstellung bedarf, da es in seiner Megaform derzeit das einzige Pokémon im AG-Tier und somit auch das stärkste Pokémon im Spiel ist. Rayquaza ist ein legendäres Pokémon mit dem Typen Drache Flug und hat, wie ziemlich alle legendären Pokémon, einen enormen Statpool von insgesamt 680 Basispunkten, die zudem noch so wunderbar auf seine Angriffswerte verteilt sind. Rayquazas Fähigkeit Klimaschutz hebt sämtliche Wettereffekte auf. Im Mega erhält Rayquaza nochmal einen ordentlichen Boost auf beide Angriffswerte und die Initiative. Auch die beiden Verteidigungswerte steigen ein wenig. Seine Fähigkeit ändert sich außerdem zu Delta Wind. Dieser ruft einen Wind herbei, der alle anderen Wettereffekte überschreibt und außerdem alle Flugschwächen neutralisiert. Somit hat Mega Rayquaza nur noch eine Schwäche gegen Drache, Eis und Fee und eine Menge nützlicher Resistenzen. Zudem benötigt Rayquaza keinen Megastein, sondern seinen Signature-Move Zenitstürmer, um eine Mega-Entwicklung vollziehen zu können. Spätestens hier sollte man wissen, warum Mega Rayquaza schon nicht mehr mit den anderen Ubern spielen darf. Zurück zum Text. Für mein Set spiele ich ein hartes Wesen. Die EV verteilen sich voll auf Angriff und 152 Punkte in Initiative sowie 104 Punkte in die KP. Dieser Split ist so gewählt, dass mein harte Walschall-Knackrack-Set nach einer Mega-Entwicklung und einem Drachentanz gerade so noch überholen kann. Wenn ihr gescarfte, mäßige Latias noch überholen wollt, dann nehmt 216 Initiative und 40 KP. Als Moveset benutze ich Zenitstürmer, Drachenklaue, Erdbeben und Drachentanz. Das Set ist relativ selbsterklärend. Man wirft Rayquaza in den Kampf, megert sich und boostet einen Drachentanz. Anschließend benutzt man die restlichen Attacken, um den Gegner so richtig eins überzubraten. Gewollt wird dieses Set auch nur von zwei Pokémon, Bronzong und Panzereron. Während ersterer eher selten gesehen ist, ist Panzereron durchaus eher anzutreffen. Es empfiehlt sich daher, diese Pokémon auszuschalten oder weit genug zu schwächen, bevor man Rayquaza in den Kampf wirft. Als Item bieten sich Rayquaza auch einige Optionen, da es wie gesagt keinen Megastein benötigt. Der Lebenorb ist eine offensichtliche Wahl, da 504 Angriff mit einem Drachentanz schließlich noch nicht genug Schaden ist. Überreste geben Rayquaza ein wenig Recovery, da es in der Runde, in der es sich boostet, auch einen Hit kassiert. So wird es weniger anfällig gegen Prio-Attacken. Die Prunusbeere gibt Rayquaza einmaligen Schutz vor Statusattacken, die ihn ansonsten verkrüppeln würden. Und ein Schwächenschutz gibt Rayquaza zusätzlich einen +2 Boost auf Angriff und Spezialangriff, wenn er von einer sehr effektiven Attacke getroffen wurde. Auf +3 hat Rayquaza einen Angriffswert von 1260. Das ist mehr als genug, um Tod und Verderben über das gegnerische Team zu bringen. Da dieses Rayquaza nur von zwei Pokémon effektiv gewollt wird und diese beiden eine Feuerschwäche haben, bietet es sich an, ein Feuer-Pokémon mitzunehmen. Ansonsten sind Tarnsteine nicht verkehrt, damit Rayquaza auch Pokémon mit Fokuskurt und Robustheit one-hitten kann. Der größte Konter für Mega Rayquaza ist das Walschall-Ditto. Solltet ihr ein Ditto im gegnerischen Team sehen, dann auf keinen Fall Rayquaza rausholen, bevor es weg ist. Ansonsten dreht Ditto euren Rayquaza-Sweep gegen euch. Ansonsten müsst ihr mit Rayquaza nicht wirklich vor irgendetwas aufpassen und wenn euer Gegner nicht übermäßig viele Prio-Attacken im Team hat, sollte der Sweep auch gelingen. So, das war's jetzt aber erstmal von meinem Rayquaza. Jetzt seid ihr wieder dran mit aussuchen, wer in der nächsten Folge vorgestellt werden soll.